So, und jetzt wollen wir mal hören, ob der Grünels Ehren Ralf der zweite Nachrichtenblock genauso souverän runterliest wie der erste. Diesmal auf Dialekt. Kriegt er hin. Die Polizei in Berchtesgaden hat in der Nacht vom schmutzigen Donnerstag ein bisschen was zu tun gekriegt. Zum einen hat ein Besoffener in der Kneipe randaliert, den haben sie bis morgens eingebucht. Ein anderer Rassler hat nichts Besseres zu tun gehabt, wie die Polizisten zu beleidigen, hat auch ein Anzeichen gegeben. Dann hat so ein Drecksack die Handtasche von einer Frau geklaut, den haben sie auch gefunden. Und heute Morgen um 4 haben sie einen angehalten, der besoffen mit seinem Auto unterwegs war. 0,66 Promille, das gibt ein Bußgeld, welches Saufen und Autofahren. Die Winterlichter im Luisepark in Mannheim laufen länger, als wie man gedenkt hat. Wann ihr es verpasst habt, ihr könnt jetzt noch bis zum 1. März hingehen. Der Luisepark meint, das Wetter war die ganze Zeit so schlecht. Zweimal hat er ja wegen Sturm gar nicht aufmachen können. Dem der Wehe gibt es jetzt noch ein paar Tage oben drauf. Eigentlich hätte die Winterlichter am Sonntag aufhören sollen. Ab heute Abend wird es ein bisschen blöd verleiht, wo mit dem Zug von Mannheim auf Heidelberg und zurück wolle. Bis zum 5. März repariert die Bahn die Schiene bei Friedrichsfeld. Deswegen muss man abends ab 9:30 bis morgens um 5:30 mit dem Bus fahren. Die Regionalbahnen nach Frankfurt fahren bis zum 5. März gar nicht mehr. Stattdessen soll man die S6 nehmen. Und da muss hat einer auf Facebook, dass das gar nicht Friedrichsfeld heißt, sondern Friederle. Ja, wobei ich sage, du verstehst die in der Garage wieder nicht, wo es eigentlich ist, aber ich lasse mich ja gerne belehren. Ich kann Sie mal schreiben, ob das wirklich Friederle oder Friedrichsfeld. So, und hinaus gucken wir jetzt noch drauf, was der klassische Monnemer Freitags-Paradeplatzgänger so zu ventilieren gehabt hat. Top oder Flop, Funde, Gas. Top oder Flop? Top ist, dass ich meine Statistik im Geschäft fertig bekommen habe. Und Flop, dass ich jetzt gerade in meinem Zwangsurlaub stecke. Top der Woche, hier mit Arbeitskollege Klassik trinke. Der Flop der Woche, die Adler haben wir leider verloren. Top war, dass ich diese Woche in Sinsheim in der Badewelt war und einen spannenden Abend hatte. Top war, dass die Arbeit Spaß gemacht hat. Flop war das ganze Organisieren drumherum. Also Flop der Woche war leider, dass mein Kind krank war. Und Top der Woche, heute ist Freitag, danach habe ich Urlaub und fahre nach Paris. Top ist, dass Xavier Naidoo dieses Jahr auf Tournee geht. Flop ist, dass der SFC Kaiserslautern dieses Jahr wahrscheinlich nicht aufsteigen wird in die zweite Bundesliga. Mein Top der Woche ist das schöne Mannheimer Wetter. Und mein Flop ist, dass Fasching bald wieder rum ist, obwohl man so lange hätte feiern können. Top oder Flop?